Moin moin und herzlich willkommen zur Tagschicht im SNU Hospital. Ja, Frankfurt habe ich ja festgelegt und die Apotheke ist zu klein. Und das bedeutet Money, Money, Money. Wir gucken mal, 17.000 haben wir auf dem Konto. Und da geht es direkt 10.000 hoch. Das heißt, der ein oder andere Patient macht sich jetzt gerade vom Acker. Ja, warum will sie denn gehen? Die ist doch schon in Behandlung. Ja, da warten wir einfach noch auf die Untersuchung bei Frau Abbe. Wie dem auch sei, hier gehen gerade Menschen, was mich freut, denn dann werden hier die Betten wieder frei. Und insgesamt ist es dann eine bessere und schönere Geschichte. So, mehr passen hier trotzdem nicht rein. Deswegen können wir die Betten da auch so lassen, wie sie sind. Ich habe ja festgestellt, dass ich durchaus Platz effizienter hätte bauen können. Und ja, hier müssen wir überall mal reingucken, denn wir wollen natürlich hier links, ich zeige es gerade mit dem Zeiger, auf 50 behandelte Patienten im Spezialmodus kommen. Und das heißt, wir sehen nicht, ob hier irgendwas blinkt oder nicht, aber wir wissen ja jetzt, dass es das ist, weil er vorher noch beim Röntgen gewesen ist, ne, hilft immer. Und ja, die Intensivstation ist mittlerweile proppenvoll. Ne? Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Betten, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Betten, wenn mich nicht alles täuscht. Hier ist noch ein bisschen Platz, Ausbaureserve. Ja, aber das ist trotzdem natürlich schon gut gefüllt. Und da, wo ich mich am meisten drüber freue, ist natürlich der neu geschaffene Bereich der Epidemiologie. Hier mit unseren Isolierstationen, der normalen Diagnostikstation. Da vorne liegt auch einer, aber das ist der gleiche, den wir kennen. Ne? Christian Göbel wird untersucht, ob da noch irgendwas sein sollte. Tranquilizer gibt es jetzt noch, Beruhigungsmittel zur Behandlung von Angstzuständen. Sehr gerne. Hemiparese hat er, also Schwäche in der gesamten Körperhälfte und zwei versteckte Symptome. So, der kann nach Hause und bringt uns zumindest $400 in die Kasse. Ja, ist wichtig, dass wir zumindest bei Herrn Göbel die letzten zwei Symptome noch herausfinden. Ob da vielleicht nicht doch noch was ist. Aber ganz ansteckend dürfte er nicht sein, deswegen geht er auch nicht auf die Isolierstation. Und aha, gucken wir mal hin. Ingrid Meyer hat vermutlich Gelbfieber. Und Gelbfieber könnte, gucken wir mal, eine hoch ansteckende Krankheit sein. Gucken wir mal. Tropische Virenerkrankung, die durch den Biss eines Moskitos übertragen wird. Es wird durch das Gelbfiebervirus hervorgerufen. Dabei handelt es sich um RNA-Virus der Gattung der Flaviridae. Okidoki. Da würde ich sagen, Isolationsstation, das wird's werden. So, da wird hier nochmal... Das wird noch gemacht und dann machen wir noch die Differentialdiagnose. Derzeit dürfte ja noch nicht so viel los sein, weshalb das also alles möglich sein sollte. So, also Frau Meyer dürfte direkt aufgerufen worden sein und das wird unsere erste Patientin auf der Isolationsstation mit Blick, Weitblick aus dem vierten Stock über Frankfurt. Direkt neben dem SNU Airport gelegen. Ja, an der Stelle, wenn euch der SNU Airport interessiert, dann schaut auch gerne da mal rein. Das war jetzt viel des Guten. Schaut auch gerne da mal rein und dann können wir mal gucken. Oder könnt ihr mal gucken, wie da der Flughafen entsteht und ja, weiter aufgeht. Größer wird. Augentropfen gibt es hier schon mal. Sehtest machen wir und dann wird es darauf hinauslaufen, dass die junge Dame hier... Ah ja, Pricktest machen wir nochmal. Vielleicht ist das auch schon mal etwas. Dann wird es darauf hinauslaufen, dass ihr da sehen könnt, wie wir von einem kleinen, nicht internationalen, also regionalen Flughafen es geschafft haben, mittlerweile zu einem mittelgroßen Flughafen zu kommen und dann demnächst auch soweit sind. Ich meine, das sind ja beides jetzt hier über 60 Folgen, sowohl beim Airport-CEO als auch hier im Project Hospital. Dann dazu kommen, das große Terminal da zu bauen für große Flieger. Und da wir
Airport CEO mit dem Supersonic DLC spielen, kommen dann auch die Überschallflugzeuge irgendwann dazu. Und da freue ich mich schon drauf. Oh. Was passiert? Habt ihr hier gerade irgendwas pfeifen hören? Also 5 Krankenwagen haben wir ja. Da kommt noch einer. Läuft ein bisschen unrund, der Junge. Und auch den werden wir demnächst vermutlich behandeln. So, da gehen wir mal hin. Der kriegt all das hier. Sitzt da rum und wartet. Dann kommt die körperliche Untersuchung. Dann machen wir den neurologischen Test. Sehtest machen wir. Blutdruckmessung bei Schwindel. Ist auch ganz wichtig. Ja, und dann gucken wir mal. Was ist mit Harald Leitner? Gift-Efeu-Ausschlag. Mensch, Junge, was machst du denn? So, da kommt die körperliche Untersuchung als allererstes. Dann werden wir den Pricktest machen. Dann werden wir die Nebenhöhlen hier sozusagen bearbeiten. Steroidecreme. Atemprobleme abhören können wir ihn natürlich auch noch. Und danach schicken wir ihn zur Inneren, ne? War die Innere? Ja, Innere. Damit die auch was zu tun haben. Ja, Temperaturmessung, Auswertung. Dann schauen wir mal, ob er aufgenommen werden muss oder nicht. So, ein verstecktes Symptom hat sie noch. Alexandra Rochert abgeschlossen. Da haben wir auch eine Ärztin vorhin gehabt, die wir hätten haben können. So, und das läuft jetzt alles darauf hinaus, dass sie letztendlich in den Bereich der Neurologie geht. Ja, das ist alles neurologisch hier indiziert, hätte ich fast gesagt. Indikation ist Neurologie, so ist vielleicht richtiger. Und da schieben wir sie hin. So, und da machen wir jetzt natürlich die neurologischen Tests. Dann wird das hier alles gemacht. Und die mikrobielle Probe. Und dann gucken wir mal, was bei rumkommt. Sind natürlich wieder einige Untersuchungen, die da stattfinden. Ne? So. Patient geht jetzt. Ja, Frau Abbe. Wenn du willst, dann gehst du halt. Sorry. Also, Herr Göbel, da waren wir stehen geblieben. Ein Symptom hat er noch, aber es wird alles besser. Können jetzt natürlich noch eine Differentialdiagnose irgendwann beantragen. Ein Symptom ist halt noch da, aber gut, solange er nicht kollabiert, ist ja erstmal alles gut. So, Gelbfieber. Ach, stationäre Aufnahme machen wir erstmal nur. Okay, scheint wohl nicht so ansteckend zu sein. Dann haben wir hier, genau, die haben wir gerade bearbeitet. Er hier hat Migräne, vermuten wir. Und da geht er natürlich auch zur Neurologie. Und bekommt dann ja, MRT noch mit dazu. Stationäre Aufnahme weiß ich noch nicht. Vielleicht. Achso, Fabrikant hatte ich dem schon angeschaut. Armverletzung, ne? Okay, die hatte ich nämlich noch nicht angeschaut. So, wir machen die körperliche Untersuchung natürlich. Und es wird aufs Röntgen hinauslaufen. Und Röntgen ist wie immer relativ weit hinten. Obere Gliedmaßen. Ja, und dann schauen wir, was da passiert. Aha, noch ein Patient. Das ist ja, genau, das ist unser gelber Patient. Ich wollte gerade sagen. Da sitzen noch mehr von den Menschen. Also wir sehen jetzt gerade, es geht natürlich alles wieder schnell vorwärts. Sehtrübung, Schwindel, Blutdruckmessung machen wir da noch. Dann machen wir noch einen CRP-Test und dann gucken wir da mal weiter, was bei rumkommt. Hier sitzen zwei Menschen, die kennen wir noch nicht. Anna Bauer und Ingrid Sauerbruch. Also, da schauen wir mal rein. Das kann ja alles Mögliche sein. Die kriegt erstmal das hier. Und Anna Bauer kriegt auch erstmal das hier. Ja, weil das ist schon mal das, was sein soll. Jetzt könnte es hier sein. Malaria, West-Nil-Fieber, Covid-19 oder Talfieber. Da
Das heißt, körperliche Untersuchung, Temperaturmessung, dann machen wir natürlich ein großes Blutbild. EGID-Proben, jo. Schwitzen. Ja, das sollte erstmal langen. So, dann geht es hier weiter. Was könnte sie haben? Auch alles Mögliche. Fangen wir mit der körperlichen Untersuchung an. Dann werden wir Fieber messen. Führt kein Weg dran vorbei. Dann machen wir den CRP-Test einmal. Mikrobielle Probe. Ja, können wir durchaus mal angehen. EGID-Proben. Ja, und dann schauen wir mal. Also, wir lassen uns mal weiterlaufen. Was ist mit ihr? Da sind wir uns sicher. Es ist die Armprellung. Und weiter geht's. So, zwischendurch einen Schluck trinken. Ist immer wichtig. Schließe erfolgreich ein Event ab. Muss ich mal bei den Krankenkassen reingucken, ob das hier automatisch losgeht. Oder ob ich hier noch irgendwas machen muss. Keine Ahnung. Ach, du ahnst es nicht. Die Birgit. Was ist denn mit der Birgit? Körperliche Untersuchung. Da liegt sie. Ach, die liegt sogar hier bei uns da oben rum. Kollabierend. Ich hoffe, da kommt mal einer angelaufen und kümmert sich mal um die junge Dame. Gut, wer kollabiert, der wird natürlich auch schon mal aufgenommen. Dehydration, Erbrechen, Fieber. Wie wär's denn damit? Fieber messen, ja, CRP-Test natürlich noch. Neurologische Tests brauchen wir wahrscheinlich erstmal nicht. Fast machen wir, genau. Kann ja sonst was sein. Die EGID-Proben waren nochmal was. Können wir von Peptiden, Antikörpern, ja, das machen wir. Ja, und dann gucken wir mal. Und zur Not geht die halt jetzt erstmal irgendwo hin, wo ihr besser geholfen werden kann. So, essentielle Thrombozytämie. Dann wissen wir ja auch, was es ist. Geht zur inneren. Genau, dann gibt es das da nämlich. Dann gibt es die stationäre Aufnahme. Großes Blutbild. Abklopfen des Thorax. Ja, und das sollte erstmal lang. Ach, schön. Ich werde hier noch richtig zum Arzt. Guck dir das an. Das sind voll die Luxuszimmer hier. Mega Luxuszimmer. Ja, gut, dann sind wir mit dir durch. Dann kannst du nach Hause. Heinrich Torres, da gucken wir nochmal hin. Aber vermutlich werden wir auch hier nicht um das Röntgen der unteren Gliedmaßen hier rumkommen. Ja, das ist gut. Und hier sehen wir das das Wartezimmer, das füllt sich langsam. Der eine Arzt, den wir hier haben, der ist auch dabei. Jetzt gucken wir mal nach hier hinten. Der wird jetzt auch gleich einfach nur noch wieder auf sein Zimmerchen gebracht. Da ist gerade einer losgefahren. Siehst du, da fährt er gerade. Körperliche Untersuchung. Hätten wir schon fast wieder hier die Orthopädie aufmachen sollen, statt der ansteckenden Krankheiten. Aber ja, ich finde ja die Orthopädie, die ansteckenden Krankheiten auch erstmal ticken spannender derzeit. Okay, wir wissen also, es ist das hier. Dann können wir damit schon mal anfangen. PCF ist natürlich für die Neurologen. Körperliche Untersuchung, einfacher Sehtest. Aber wir schicken dich trotzdem zur Neurologie. Und dann werden die das schon machen. Temperatur messen. Abtasten des Halses, PCR. Und das
Ja, bedeutet stationäre Aufnahme. Ja, hier ist immer noch nicht so viel los, aber ich finde die Station schon ziemlich geil. Beißt die Maus keinen Faden ab. So, wer ist das? Ingrid Sauerbruch. Da gibt es schon mal das hier, dann das Nitazoxanid. Nitazoxanid. Breitband antiparasitäre und zugleich antivirale Breitbandmedizin. Okay. Das kriegt sie. Soll sie kriegen. Ach, Norovirus hat sie. Ist das nicht auch mega ansteckend? Ja, dann Isolationsaufnahme. Zack, weg ist sie. Ja, da gehst du hin. Führt kein Weg dran vorbei. So, dann kriegt die das schon mal. So, körperliche Untersuchung. Dann schauen wir einmal in den Rachen. Und wir machen die Lariskoskopie. Und ja, jetzt können wir natürlich mit dem mit der mikrobiellen Probe noch ran an die Geschichte. Achso, in die Ohren können wir natürlich auch nochmal gucken. Jo. Und dann haben wir das für sie. So, wer ist das hier, die junge Dame? Anna Bauer. Da werden wir auf jeden Fall nach Temperatur messen. Ja, das haben wir schon beauftragt. Das ist die eine Ärztin, die jetzt hier dran ist. Und vielleicht... Weißt du was? Was soll der Geiz? Wir holen noch eine zweite Ärztin dazu. Schmutzige Füße. Ja. 490. Ja, dann nehmen wir ihn hier. Den Alsleben. So, dann kann gleich der nächste Patient kommen. Und dann sind wir hier auch auf einem guten Weg. Ja, und das mit der Station hier finde ich eigentlich ganz gut gelöst. Jetzt kann man natürlich noch drüber nachdenken, ob man die einfach nochmal dreht und dann... Ja, aber braucht man auch nicht. Und die Rezeption? Falsch, okay. Dann ist es das nicht. Grippe A oder Grippe B. Gucken wir mal. Temperatur messen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir die Differentialdiagnose und dann gucken wir mal, was bei rumkommt, ne? Wegen Grippe nehmen wir dich aber nicht auf, mein Freund. Ach, es macht schon wieder richtig Spaß hier, ne? Ich finde das gut. Oh, 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 oh. Da müssen wir mal schnell nach unten. Huch. Ah, war zu schnell jetzt. So, okay, wer kommt da? Klaus Eriksen. Notfallversorgung. Körperliche Untersuchung. Commotio Cerebri. Also die Gehirnerschütterung, ne? Ja. Neurologische Tests. Dann geht der direkt ins CT. Hat ja auch schon das, was er braucht. Ohrenuntersuchung, da gucken wir auch ganz klar rein. Dann gibt es das hier noch. Einweisung Intensivstation. Ja, Schädeltrauma. Das ist schon mal gar nicht mal so gut. Und dann wird der direkt natürlich dahin gebracht. Und dann brauchen wir Überprüfung der Sprache, machen wir noch Befragung. Okay. So, du kriegst schon mal das. Ach, du ahnst es nicht. Das kann ja auch wieder alles sein, ne? Also, gucken wir mal rein. Thorax, brauchen wir es? Abklopfen Thorax. Abdominales Abtasten. Ermüdung. Machen wir noch einen CRP-Test. Dann gucken wir noch einmal. Ja, abhören machen wir noch. Bronchitis. Wir gucken dann mal in den Hals rein. Inspektion der Mundhöhle. Fieber werden wir messen. Und ich hätte eigentlich, ja, das machen wir auch noch, ein EKG hätte ich gerne.
So, körperliche Untersuchung. Da geht's schon mal los. So, das sieht ja schon wieder so ähnlich aus. Hier werden wir also abtun als abtasten. CRP machen wir. Und dann werden wir ein EKG durch. Temperatur. Hup, das machen wir auf jeden Fall. Temperaturmessung. EKG machen wir auch. Ja. Okay, also ist eine ganze Menge. Kann aber auch eine ganze Menge sein, ne? Ja, mal gucken. Taubheit, Muskelschwäche. So, Lassa-Fieber hat er. Ach, du ahnst es nicht. Guck dir das mal an. Wenn man fiebern, wird durch das Lassa hervorgehoben, speziell von afrikanischen Ratten übertragen wird. Wo kommen denn diese Menschen überall her? Virus Tatica. Und du wirst natürlich sofort auf unsere Abteilung für ansteckende Krankheiten gebracht. Körperöffnungsblutung. Ach, du ahnst es nicht. Isolationsstation. Sofort. Ja, ich hoffe mal, der ist jetzt fix unterwegs. Dann verfolgen wir mal den Herrn. Zum Schluss kommt natürlich hier die... Ob der das nach oben schafft, da bin ich mir noch nicht sicher. So doll wie das hier... schon klingt und... Ach du, da sind auch noch versteckte Symptome. Das sehe ich noch nicht. Aber schon lange keiner mehr gestorben, ne? Herr Hufnagel. 5 Tote, meine ich. Aber die letzten 5 Folgen ist, glaube ich, wirklich keiner gestorben. Vielleicht auch die letzten 10. Oh, die Statistik. Gucken wir mal rein. Nein. Nein. Unnötige OP, das ist natürlich blöd. Tote insgesamt 5, ja. So, Junge, dann gehst du direkt mal zur Station, ne? Isolationsstation, Aufnahme. So, wir sehen das ja hier vorne. Ist er der Erste? Ich hatte ja schon eine andere Dame eigentlich dahin geschickt. Aber offensichtlich ist die noch nicht angekommen. Aber hier wird eine geholt gleich. So, und er geht direkt mal rein. Und da will ich hoffen, dass jetzt hier eigentlich auch mal die Tür zugeht, ne? So luftschleusenmäßig. So, damit kann man nicht arbeiten, wenn das hier links ist auf einmal. So, und jetzt hilft es wieder nichts. Ich brauche hier noch einen Arzt. Oh, ist auch schon wieder so teuer. Aber gut, ich brauche gute Ärzte. Wer ist das? Heinz Torres. Bereit für Patient in kritischem Zustand. Ich hoffe, das ist der hier vorne. Oder jetzt kommt noch einer im kritischen Zustand. Wir werden sehen. Aha, wer ist das? Birgit Zeiss. So, die kriegt schon mal das. Dann haben wir hier Keuchhusten. Oh. Hoch ansteckende Atemwegserkrankung. Eigentlich müsste die doch auch auf die Isolationsstation, ne? Ja, du gehst auch auf die Isolationsstation. Keuchhusten. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendwas passiert, ne? So, wer kommt hier? Sandra Borngesser. Ja, die kriegt erstmal das alles. Zika-Fieber hat die. Komplexe antivirale Therapie. Braucht man dafür. Ja, das soll sie kriegen. Sonst ist hier schon alles gemacht worden. Und jetzt sehen wir, dass das hier echt schnell losgeht.
Und diese Luftschleuse, ja, die saugt wahrscheinlich einfach so alles raus und muss gar nicht offen sein. Wehe dem, dass das hier irgendwann mal ausfällt, die Technik, ne? So, ich hatte das ja hier kopiert. Toiletten beispielsweise. Die, würde ich sagen, gehören hier dazu. Ja. Muss ja nicht von einer anderen Abteilung hier der ein oder andere aufs Töpfchen gehen, ne? So, irgendwelche Ärzte brauchen unsere Hilfe. Ist aber, glaube ich, nicht aufgepoppt. Oh, ist super. Es läuft, Leute. Ja, mittlerweile haben wir echt viele Patienten, ne? Klar, jetzt sind wir nur bei 67, die kommen werden. Weil wir auch die Krankenkasse ja gewechselt haben. Genau, du wirst jetzt auch zur hoch ansteckenden Krankheit gebracht. Ja. Ach, guck mal, da kommt noch einer. Die Sauerbruch. Naja, da kann sie sich direkt wieder ab... Auskleiden, abrüsten, hätte ich fast gesagt. Norovirus. Na gut, das Ding ist wirklich sehr ansteckend. Aber, na gut, wir warten jetzt noch auf die letzten Ergebnisse. Sie kriegt aber alles an Medikamenten, was sie kriegen muss. Hier warten wir jetzt darauf, dass die Untersuchungen fortgeführt werden. Und hier hinten sind wir auch dabei. Zu helfen, Leistungssportlerin von Happy Life. Also, alles in allem läuft das doch ganz gut. So, und hier hinten gucken wir mal rein. Hier haben wir ja neue Menschen. Die kriegen alle schon dann hier. Das, die hatte auch so ein Fieber. Es gibt keinen Impfstoff dagegen. So, müssen wir die aufnehmen? So, machen wir mal, ne? Wen haben wir hier? Gegen Fieber und so weiter. Gibt es natürlich auch schon mal ein paar Sachen. Dann das hier. So. Und dann gibt es hier letztendlich gleich noch die Differentialdiagnose. Boah, stationäre Aufnahme kann auch nicht schaden, ne? So, und der nette, adrett gekleidete Herr hier vorne. Ja, Hepatitis B. Natürlich schlecht. Ja, geht auch auf Stationen. Okay. Also, da wir ja 8 Betten haben hier auf Stationen, ist noch ein bisschen Platz. Lisa Pichler. Morbus Basedo. Das hatten wir da auch schon mal. Herzklopfen. Gibt es jetzt erstmal das hier, das hier. Dann wissen wir ja, dass es hier zur Chirurgie muss. Gut, da ist sie auch schon eingewiesen. Wird gleich noch Fieber. Ne, das haben wir schon gemessen. Gucken wir mal. So. Und dann wird sie natürlich denke ich weiter beackert, ne? Schilddrüsenhormone. So, den nehmen wir aber erstmal auf. Und dann geht's weiter. Körperliche Untersuchungen, also Nagelpilz oder aber der Athletenfuß. In jedem Fall ist es etwas gegen Pilze. Intensivstation, okay. Ist nochmal kollabiert, die Lisa. Das ist ja nochmal schon mal gar nicht so gut.
So, dann gehen wir noch mal hin zu Lisa. Da haben wir sie. Gucken wir mal. Also, die liegt da rum und geht jetzt natürlich direkt auf die Intensiv. Er kriegt auch erstmal die ganzen Dinger hier. So, dann wird das so sein, dass er hier irgendwas hat. Und zwar, was wir in dieser Abteilung herausfinden werden. Und entweder das ist Ebola, du ahnst es nicht. Achso, guck mal, hier steht auch hoch anstecken, deswegen kommen die dann auch auf die Isolationsstation. So, wir wissen noch nicht, was es ist, also machen wir hier mal das hier, das hier, das hier und er geht auf jeden Fall schon mal auf die Station. Meine Herren, du, die füllt sich auch da oben, die Station. Guck dir das an. Und die Zeit vergeht hier echt wie im Flug, ne? Also, gefühlt habe ich gerade angefangen und dann vibriert meine Uhr schon wieder und es sind schon wieder 30 Minuten rum. Was zur Hölle, ne? Also, es geht ja hier ratzfatz. So, und ich überlege, wie wir das hier noch ein bisschen umbauen können. Ich könnte natürlich hier die Tür quasi hier rüber schieben. Dann könnte man hier nämlich noch eine dritte Station sozusagen daneben bauen. Dann hätte man nochmal 4 weitere Betten auf eine Normalstation. Ja, aber das sehen wir dann in der nächsten Folge, denn wie gesagt, 30 Minuten sind schon leider wieder vorbei. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne wie immer den Daumen nach oben, eure Kommentare oder ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Und ja, bis dahin, steckt euch nicht an, egal mit was. Und ja, bleibt gesund. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.